Liebe Freundinnen und Freunde, wir befinden uns hier auch vor der Botschaft der USA und wir möchten auch ganz klar eine Botschaft an die USA, an Russland und alle anderen Großmächte senden. Ihr kennt nichts anderes als Krieg im Mittleren Osten. Ihr wisst nicht, was das für die Menschen im Mittleren Osten bedeutet. Auf dem Rücken der Kurdinnen und Kurden, der Araberinnen und Arabern und aller anderen Völker verfolgt ihr Amerikaner, ihr Russen, eure Weltmachtpolitik. Ohne die Billigung und aktive Unterstützung der USA, aber auch Russlands, wäre die Türkei niemals in der Lage, ihre Offensive in Afrin durchzuführen. Eine ähnliche Rolle spielt auch die deutsche Bundesregierung. Wir verurteilen diese imperialistische Politik der USA, Russlands, aber auch Deutschlands und der gesamten EU. Wir als Kurdinnen und Kurden, als Demokratinnen und Demokraten aus dem Mittleren Osten fordern Frieden in Afrin, Frieden in Kurdistan. Ohne die Erlaubnis Russlands wäre die Türkei in Afrin nicht einmarschiert. Ohne die Öffnung des syrischen Luftraumes für türkische Kampfflugzeuge wäre die Operation der Türkei in Afrin nicht möglich.